Hallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin's Nero, der alte Gamer. Heute nach langer Zeit mal wieder auf Stadia unterwegs. Und zwar, ich habe mir Assassin's Creed Black Flag gekauft für 9,90 Euro im Angebot. Und das schaue ich mir jetzt mal auf Stadia an. Das Spiel ist erschienen das erste Mal 2013. Und gilt eigentlich so für viele als das beste Assassin's Creed. Dann schauen wir uns das Ganze da erstmal an. Also ich habe schon den Anfang gespielt, da war ich auf dem Schiff, das wurde zerlegt und dann bin ich halt gestrandet. Und suche jetzt diesen Assassinen, der hier eben rumgelaufen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals ausgesehen hat. Kann der auch laufen? Jo. Eine Steuerung, okay. Ich nehme das Ganze übrigens in 4K auf. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, war ich das nicht besser in 2K mache. Achso, Assassin's Creed, das heißt, wir können ja springen, ne? Über alles. Irgendwie. Oder auch nicht. Ja. Natürlich, ich kann doch hier drüber laufen. Genau, R2 gedrückt halten, da kann man so ziemlich alles machen. Ein bisschen hakelig das Ganze. Okay, der kann er nicht hoch. Das war schon der richtige Weg hier. Ich kann mich noch erinnern, das war ja damals so, dass er halt nicht immer direkt dahin gesprungen ist, wo man es haben wollte. Nicht runter, nein, hoch wieder, komm. Da können wir doch reinspringen. Jawohl. Na gut, eigentlich sollte er da landen. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Ist denn die Steuerung also so?
wohl, krieg wohl keinen Fallschaden hier. Wir könnten uns zusammentun. Wo ist er hin? Erstmal synchronisieren. Das ist aber unfair. Das ist aber hakelig, wirklich. Ja, ich renne ja schon. Wie kann ich den decken? Meinen ersten Kill. Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also dann nehmen wir einfach mal seine Identität an. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Ein Weg nach Havanna finden. Haben wir ein Ziel? Eine Karte, oder? Da sollte ich besser nicht rein. Ich sollte, wenn, diese Richtung gehen, oder? Ich kann doch kein, die Schnellreise kann doch nicht sein, oder? Wollte ich ja gerade sagen. Muss ich doch erst entdecken. Oder sollen wir einfach mal hier reinlaufen? Dieser Schoner sollte ausreichen. Ach, Sperrgebiet, genau so. Schön, schaffst du das bis dahin? Uah. Nicht ganz. Schiff dieses Schoten übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat! Anpechzonen, Bereiche mit dichter Vegetation können als
Pirschzone genutzt werden. Ja, da können wir uns nur noch dran erinnern. Das ist ja heute noch so. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ja. Wie kann ich mich denn nochmal ducken oder wegrollen? Aber die können ja nichts. Komm, einer läuft hier noch rum. Warum duckt er sich jetzt nicht? Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Kein Schau plündern, oder? Aber wenn man den linken Stick nach unten drückt, kommt man immer in diesen. Oh Gott. Ich habe vergessen, wie es heißt. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän. Ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Nein, natürlich kein Pirat. Ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Also ich finde die Grafik okay, ne? Ist ja, hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ich finde halt, es läuft nicht flüssig, ja? Ah, das nervt mir mit dem linken Stick. Da kommen wir doch hoch. Nicht tauchen, hoch. Na komm. Komme ich denn da hoch jetzt? Erst mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind.
Sollen wir volle Segel setzen? Leesegel heißt, los geht's! Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja. Eine vielbefahrene Meer. Drücke, um ihr das Schiff abzubremsen. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Hab ich jetzt nicht lesen können, so schnell. Mein Schiff ist klein und besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum und diese Dinge. Da kann man besser lenken, oder? Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmelzen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Aber das Wasser sah ja schon vor fast 10 Jahren auch gut aus, muss man schon sagen. Komm, jetzt gehen wir ein paar Schiffe versenken, denke ich. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Der Animus, oder? Helden werden nicht geboren. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour. C'est bon? Klappt es? Ja, Tag auch. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler. Also ich wette, es beim nächsten Mal werde ich das mal passive Erfahrungen auf 2K stellen. Also ich spiele über den Browser und nicht über die über den Chromecast direkt. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Eine Minute, d'accord?
Ja, der sieht schick aus, aber ich finde, danke, Nancy. Es könnte flüssiger sein. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Mhm. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Okay, und nun? Und wie kann ich das jetzt auswählen? Ach so, okay. Bereit? Dann los. Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kennwell-Linie. Heather, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus-Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. So, das soll es auch gewesen sein an dieser Stelle. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und sage ich jetzt mal Tschüss.